Glaubst wirklich, du hättest gewonnen, oder Batman? Genieß die Wahnvorstellung noch ein wenig. Der Arkham Knight mag panisch geflohen sein, aber seine Armee untersteht jetzt mir. Denn auch wenn mein Toxin sich auflöst, hinterlässt es eine von dir im Stich gelassene Stadt. Ein Mahnmal für dein Versagen. Heute Nacht stirbt die Legende von Batman. Und Gotham stirbt. Kleine Robin ist sicher schon ganz einsam und niedergeschlagen. Ups. Wie wär's, wenn wir uns eine Brechstange und ein Brandeisen schnappen und ihn ein bisschen aufmuntern, hm? Der. Gute Arbeit, Batman. Ja, gut gemacht. Und weg ist das Scheißzeug. Danke, Batman. Ich hatte schon gedacht, wir schaffen es nicht mehr. Gut, dass wir alle reingeschafft hatten, bevor das Toxin runterging. Sonst wäre nicht viel übrig geblieben, zu dem man hätte zurückkommen können. Für eine Weile dachte ich, das war's. Unser Schicksal ist besiegt. Was nicht dein Geheimnis? Du hast uns gerettet. Du hast ihn nicht zum letzten Mal gesehen. Er wird dich finden und wenn er das tut, wird er dir das Herz rausreißen. Noch wird Gotham nicht untergehen, Batman. Dank dir. Erzählen Sie mir von diesem Funkspruch. Würde ich, wenn es ginge, aber das ist ein verschlüsselter SWAT-Kanal. Diese Jungs legen großen Wert auf ihre Privatsphäre. Ich bin drin. Hanley, hören Sie mich? Hier ist Jim. Ich brauche ein paar Pläne. Ich habe Crane gefunden und der Bastard wird sterben für das, was er meinem kleinen Mädchen angetan hat. War das der Commissioner? Was macht er? Er spielt mit seinem Leben. Aber ich habe die ID seines Funkgeräts. Das heißt, ich kann ihn orten. Warum zum Teufel hat er dich nicht um Hilfe gebeten? Der Cloudburst hat die Funkfrequenzen gestört. Die Miliz hat kurz auf die offenen Kanäle gewechselt. Es klang so, als wäre der Knight verschwunden. Warum hat Gordon nicht Bescheid gesagt? Gegen diese Kerle hält er doch keine 5 Minuten stand. Ich habe eine Funknachricht entschlüsselt. Es ist Gordon. Er lebt! Ich will, dass du die Funkfrequenz ermittelst und ihn für mich ortest. Natürlich, Sir. Die Übertragung scheint aus einem verlassenen Einkaufszentrum zu kommen. Das Gebäude ist seit einer Weile ohne Strom, Sir. Sie treffen womöglich auf ein paar Hindernisse. Der Prototyp der Distanzstromladung ist in der Asservatenkammer des GCPD. Er sollte mir weiterhelfen. Wie Sie wünschen, Sir. Officer Cash wird das sicher verstehen. Hoffentlich kannst du die Nachricht entschlüsseln. Das könnte die Spur sein, auf die wir warten.
schlimmsten Albtraum vor, den du je hattest, und du kannst nicht aufwachen. Es zerrt dich einfach immer weiter runter. Owens ist durchgedreht, als das Toxin runterging. Ich dachte, er kriegt sowas wie einen Rückfall. Wir müssen aufpassen, dass er keine Waffen in die Finger bekommt. Ich muss die Distanzstromladung aus der Asservatenkammer holen, bevor ich verschwinde. Eine modifizierte Leuchtpistole. Ein mit Panzerklebeband an einen Granatwerfer geklebtes Maschinengewehr. Und ein Baseballschläger. Alles verwendet von Dr. Harleen Quinzel. Alias Harley Quinn. Nach dem Tod des Jokers hat Harley seine alte Bande übernommen. Das konnte nicht gut gehen. Da bist du ja. Sieh mal, das sind meine Sachen. Das ist also mein Andenken, was? Ah, nicht mal eine Statue. Die meinen wohl, sie könnten mich einfach zu den Akten legen, oder? Ich bin nicht ohne Grund zurückgeschickt worden, Bruce. Und diesmal wird mich sicher keiner vergessen. Eine Fiole-Titan-Rezeptur, ein explodierendes Aufziehgebiss, eine funktionsfähige Röntgenbrille, eine Spielzeugpistole mit einer Flagge und 5 echten Kugeln. Gehört alles dem Joker. Kein bekannter Alias. Eine höllische Spielzeugkiste. Gut, dass damit niemand mehr spielt. Ein maßgefertigtes... Das ist nicht richtig, dass die Leute hier meine Sachen anstarren, Brucey. Diese Waffe sollte da draußen sein und alte Damen überfallen. Und das Dynamit sollte ein Kindergartendach zum Einsturz bringen. All das sinnlose Unheil wird verschwendet. Der Spinner sollte nicht frei rumlaufen. Eine Elektroschockpistole. Sie gehört Batman alias... Wir fragen lieber. Weißt du, wie lange es dauert, ein klapperndes Gebiss zu basteln, das explodiert? Ich hoffe, du hast es gewürdigt. Ich habe das alles nur für dich getan. Hoffentlich will es nicht mehr zurück. Okay, jetzt kümmere ich mich um Jim. Ha! Sehr subtil! Ich weiß, das ist die Asservatenkammer, Bruce. Aber denk doch mal an die Spuren. Eine Auswahl an Körperteilen von Warren White, alias Great White Shark. White hat sich selbst nach Arkham einweisen lassen. Da hat er mehr als nur seinen Verstand verloren. Aber der neue Look passt zu ihm, das muss ich schon sagen. Ein Eisstrahler, eingesetzt von Mr. Freeze, alias Victor Freeze. Wir mussten ihn abgeben, nachdem uns der Commissioner beim Eismachen erwischte. Er ist ruhig geworden am Freeze, seit er Arkham City verlassen hat. Vielleicht hat Batman ihn zur Vernunft gebracht. Ich halte ihn nicht auf. Da siehst du mich an. Es kommt mir so unwirklich vor, Batman. Ich kann mir nicht vorstellen, was Jim tun wird. Barbara bedeutete ihm alles. Diese Narren glauben tatsächlich, dass du gewinnst. Diesen Irrglauben müssen sie von dir haben, Batman.
Du findest ihn. Ich weiß es. Viel Glück da draußen, Batman. Gordons Signal befindet sich hinter diesem Rolltor. Ich muss ihn irgendwie erreichen. Der elende Bettpanzer verschießt nicht tödliche Geschosse. Fühlt sich an wie ein Schlag von einem Gorilla. Die Distanz. Saubere Mission, sagten sie. Fabrik hochjagen, untertauchen, abgehen am Morgen. Zum Glück hatten wir einen Plan B. Wenn er es auf mich abgesehen hat, dann wird er noch viel mehr Männer brauchen. Rein da, oder du brauchst gleich auch einen Rollstuhl. Batman kommt, bleib wachsam. Warum sollten wir mehr Männer brauchen? Er ist doch alleine. Du hast ihn wohl noch nie gesehen. Der Commissioner hat recht, wir sind zu wenige. Wo sind die anderen alle? Unten, im Briefing. Welches Briefing? Irgendwas, wie man die Fledermaus tötet. Was? Und uns haben sie nicht eingeladen? Sorry, Bats. Du bist anscheinend nicht eingeladen. Passiert wohl ständig, schätze ich. Mann, Alfred schmeißt bestimmt gerade eine richtige wilde Sause unten in der Bathöhle. Naja, ich bin sicher, dass ein genialer sozialer Außenseiter wie du einen Weg findet, diese Trottel zu überzeugen, ihm die Tür aufzumachen. Thank you.
zusammen mit dem Panzer erledigt. Anscheinend nicht. Machen wir die Tore auf. Die Tür öffnet sich. Bereit. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Erwartet. Riegelt die Fahrstühle ab und findet ihn. Sei's der Reiter Gothams. Bald wird die Welt sehen, was du wirklich bist. Eine Täuschung, ein Gespinst der Hoffnung in einer Welt voller Schmerz und Leid. Einheit geschafft. Sie waren zu Fuß auf Patrouille. Ich kann sie über Funk nicht erreichen. Falls es dich tröstet. Crane hat den alten Jimbo bestimmt schon von seinem Leiden erlöst. Nicht, dass er noch etwas zu befürchten hätte, seit sein kleines Mädchen auf dem Treppenlift in den Himmel geschickt wurde. Dann besuch mal Mami und Papi im großen Country Club im Himmel. Alles auf Schwarz gesetzt und doch verloren. Thank you.
was ich mich frage. Wo verkriechen sich diese Superschurken, nachdem sie Prügel eingesteckt haben? Ich weiß es natürlich nicht. Du hast mich ja nie besiegt. Meinst du, der Arkham Knight sitzt jetzt in irgendeiner schäbigen Spelunke und kippt sich massenhaft billigen Whisky hinter seine Maske? Kein Strom, das bringt nichts. Bist du bereit, dein Geheimnis zu lüften?
Bist du bereit, deine Linke? Da ist der Generator für den zweiten Ventilator. Ich muss ihn bloß noch erreichen. Weiter hoch fährt der Fahrstuhl nicht. Ich muss irgendwie an dem Hindernis vorbei, das den Schacht blockiert. Kein Strom, das bringt nichts. Weiter geht es mit dem Fahrstuhl nicht. Weiter geht es mit dem Fahrstuhl nicht.
sogar die Taktik von dem Primärpferd zu ändern. Ich sollte die Lage checken, bevor ich sie alarmiere. Genau das erwartet er von euch. Dort ist seine Panzerung am stärksten. Wenn ihr dorthin zielt, helft ihr ihm nur. Und wir wollen ihm nicht, ich sage, wir werden ihm nicht helfen. Unser Triff, das von Malcolm Neu persönlich erstellt wurde. Ihr Anführer trägt eine Sprengweste. Ich muss ihn zuerst ausschalten. Bleib doch nach dem Briefing noch hier und wir gehen zu ihm. Oh, diese Typen haben mehr Feuerkraft als der Pinguin. Denkst du, was ich denke? Diese Waffenkiste schreit geradezu danach, manipuliert zu werden. Er beobachtet dich. Er studiert dich auf den Schatten. Und wenn du einen Fehler machst, wird er bereit sein. Was meint ihr, Ladies? Ich setze auf Batman. Denn genau wie ich hat er keine allzu saubere Weste. Briefing nicht erwähnt. Diese Jungs haben wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Was meinst du, woher sie ihre Informationen haben? Ob Barbara es ihnen gesagt hat? Ach, immer deine Handlanger. Nur ein bisschen Folter und schon fangen sie an. Bitte aufhören! Ich verrate alle von Batmans Geheimnissen. Gordon ist gleich hinter dieser Wand. Ich muss sie mit dem Batmobil zerstören, damit ich zu ihm komme. Wenn ich das Batmobil irgendwie auf den Bohrer kriege, kann ich ihn vielleicht senken. Der Commissioner hat dir vertraut. Statt uns seine Familie zu beschützen, kannst du dein Versagen wiedergutmachen. Liegt dein Schicksal immer noch in deiner Hand? Die Antworten auf diese Fragen erwarten.